Habe die Ehre, küsst die Hand. Herzlich willkommen bei der Board Game Lounge. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, heute packen wir drei Spiele aus, alle drei von einem einzigen Hersteller, nämlich Lucy Goosey Games. Sind meine Spiele, die habe ich schon länger am Schirm und habe mir gedacht, jetzt hole ich mir da mal drei so Titel, die ich natürlich kenne, die ich mir auch anschauen wollte. Und jetzt sind wir dabei, das auszupacken. Yep. Ich bin neugierig auf alle, weil schaut's. Das ist doch lustig. Es sind kleine Spiele und urlustig verpackt. Ja. Lunar Laser Frogs als erstes. Genau, schauen wir uns Lunar Laser Frogs. Kriegst du die Schere? Dankeschön. Und mach auf die kleinen ganz Spielchen. Wird ganz kurz erklärt, worum es geht. Und bei keinem einzigen dieser drei Spiele habe ich danach mehr gewusst als vorher. Zum Beispiel super hier. Erklärt. Lunar Laser Frogs Würfel haben Icons in drei Farben sowie Blankoseiten. Wenn du am Zug bist, wirfst du in drei Würfen alle sechs Würfel. Gleichzeitig sogar, während du noch würfelst, wirft jeder andere Spieler eine seiner Karten verdeckt auf einen Stapel. Die jeweils erste Karte einer Farbe ist einen Punkt pro übereinstimmenden Würfel wert. Fehlt dabei eine Würfelfarbe komplett, wird sie auf alle Würfel gelasert und bringt plötzlich sechs Punkte. Gelasert wird's. Deswegen heißt das Laser Frogs. Ist das ein Roll and Ride oder was? Nein, das ist einfach also nur ein Würfelspiel, wo die anderen Karten blind hinwerfen anscheinend und wenn da irgendwas übereinstimmt mit dem, was du gewürfelt hast, gibt es Punkte. Ah, so Luck, Pusher Luck. Oder ja, sehr Glück involviert. Ja. Schau mal. Wir haben hier mal sechs Würfel. Ah, die sind lustig. Die sind Custom Dice, wie du sagen würdest. Ne? Genau, das mag die ich. Die schauen auch ganz gut aus. Das hier mag ich. Hier sieht man, jetzt hier vielleicht nicht so schön, das ist ein rosa Frosch. Dann gibt es eben so zweifarbige Frösche. So, jetzt kommt. Blau. Und es gibt einen blauen Frosch, einen gelben Frosch. Und dann nix. Und dann gibt es Blankoseiten. Genau. Die fühlen sich gut an. Ja, die fühlen sich gut an. Ist bei einem Würfelspiel auch gar nicht verkehrt. Ja, eh. Und dann gibt es diese Karten. Das ist vorher nur ein Einser und fünf Pfeile nach rechts. Also die Rückseite ist bei allen gleich. Schaut so aus. Ja. Und bei der Rückseite schaut es genauso aus. Okay, da hat sich nicht viel getan. Da hat sich nicht viel getan. Und ja, da haben wir 10er. Und auf der, okay, steht immer auf der Rückseite, was da ist. Was fünf, da ist, 5 oder ist genau, eins. Genau. Okay, gut. Haben wir verstanden. Ja, das haben wir verstanden. Ja. Ah, ich krieg sie nicht auf. Okay. Ich krieg sie nicht auf, aber da haben wir gleich auch Deutsch und Englisch. Die Anleitung ist einfach ein Papier, so. Genau. Schnell erklärt, kleines Spielchen. Ja. Wahrscheinlich. Ist gar nicht mehr so einfach, ist gar nicht so einfach zu bekommen, dieser Hersteller, dieser Publisher. Yep. Ich kenne jetzt seit neuestem einen Laden, wo man das. Ah, das muss man auch machen. So. So ist das. Nicht so ein Blatt Papier, sondern so ein Blatt Papier ist es. Und hinten sind auch noch die Würfelkombinationen drauf. Da sollen noch irgendwelche Meteoriten kommen. Ja, die haben wir jetzt hier. Sind in verschiedenen Farben und ich meine, es kann sein, dass das eben dann der Punkt ist, dass man die dann schnell hinlegt. Und wenn das dann übereinstimmt mit dem Frosch, weil das ist total für so einen Frosch, ganz lustige Rakete. Ah, da ist die Hinterseite anders, die gefällt mir. Diese so lustige Frösche sind drauf. Ja, genau. Da haben wir die Frösche. Da haben wir die Fröschchen. Ja, also sieht man. Ja. Die Karten sind okay. Da das ist kein Linen-Finish, aber sie sind okay. Ich kann mir nicht wirklich irgendwas darunter vorstellen. Mhm. Aber wir werden es erleben. Dann machen wir dieses lustige Bag of Pots. Genau, ein Beutel voller Popos. Und da ist jetzt die Erklärung ganz lustig. Ja. Wenn du da nicht lachst, dann weiß ich nicht. Ich sicher. Popo-Beutel stellt dich vor die Popo-Qual der Popo-Wahl. Alles klar? Wenn du am Zug bist, entscheidest du, wie viele Popos in welcher Popo-Gruppe sein sollen. Dann ziehst du sämtliche Popos aus dem Popo-Beutel. Dabei möchtest du zumindest eine Popo-Gruppe ziehen, die dir mehr Popo-Punkte bringt, als du deinen Mitspielern gleichzeitig in ihre Popos boostest. Ziel sicher, das kleinste Übel zu wählen, wird umso kniffliger, je mehr Sonderpopos im Popo-Beutel landen. Ich mag Popos, also ist das richtige Spiel für mich. Ja, ich mag große Popos, ich kann nicht liegen. Popos! Also das Richtige, wirklich laute Popos drinnen, nur Popos. Ja. Popos auf der Schachtel, Popos drinnen, mach auf, ich will die Popos sehen. Popos!
Warte, und viel mehr ist halt nicht drinnen. Ah, okay, es ist ja nur ein Beutel und, ja, ein Beutel und ein Stift, das schauen wir uns noch an. Ja. Hier haben wir mal die. Hoppa. Hier haben wir mal die Popo. Genau. Die Popos in Beutel. Es gibt weiße Popos, rosa Popos, blaue Popos, blaue Popos, schwarze Popos, gelbe Popos, grüne Popos. Es gibt Popos überall. Und wenn du einen Popo findest, den wir nicht haben, dann kaufen. Kriegt man den. Ja, und ein Beutel, ein Stoffbeutel. Genau, ein 0815 Stoffbeutel, da könnte man einen Popo drauf könnte man, drucken. Wäre besser. Cool. Und der Bleistift schaut so aus, als hätte man den von Ikea gestohlen, ja. Ohne Ikea-Stift drauf. Ja, und dann haben wir hier auch eine sehr simpel gehaltene Popo-Leiste. Wertung. Und da haben wir die Popo-Anleitung. Genau, die Anleitung und auch hier, das ist alles für ein Popo. Nein, das nicht, aber. Nein. Nein. Aber hier siehst du einen Popo. Na, wirklich wahr. Ein kleiner Popo. Ja, perfektes Spiel für Popo-Liebhaber. Ja, davon gibt es ja einige. Ja. Man weiß es nicht. Ich mag Popo. Aber das ist lieb. Mhm. Was uns da erwartet. Wird man sehen. Laute Popos wahrscheinlich. Ja, aber es gibt auch gestandene YouTuber, die das gar nicht mal so schlecht fanden. Ja, schon mal. Die sagen, ja, es ist irgendwie total dumm, aber cool. Ja, und schau, da steht Andreas Preis und Popo-Beutel. Der hat es gemacht, der Popo-Beutel. Dann kommen wir zu was, was wir schon gehört haben. Sollte gar nicht schlecht sein. Da bin ich schon drauf neugierig. Surfersaurus Max. Das ist super beliebt in Amerika. Dort kommt es unter neuen Namen mit einem neuen Thema. Wirklich? Ja, dort ist es, was war es? Ich glaube, irgendein Blumenthema ist es dort. Wirklich? Ja, die haben es total abgeändert. Und in Amerika ist es momentan total traurig und wütend, weil sie gerne das hätten. Ja, eben. Weil das, da geht es um Surfersaurus. Ich meine, das ist doch cool. Na, Surfersaurus Max spielt man mit Karten in 7 Farben mit Werten von 1 bis 12. Ein hoher Kartenwert bedeutet wenige Punkte und andersrum. Wenn du am Zug bist, spielst du eine Karte aus und ziehst sofort nach. Wenn die richtige Anzahl Karten liegt, gewinnt die eine bestmögliche Kartenkombo auf dem Tisch, die sich aus allen Karten aller Spieler bilden lässt. Falls du auch dieser Kombo eine Karte beisteuern konntest, bekommst du Punkte. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen. Ja. Wahrscheinlich ja, Karten ausspielen und dann schauen, welche schon da liegen und dann irgendwelche Kombos bilden. Ja, so weit war ich auch. Ja, aber deswegen weiß ich nicht, wie es geht. Zeig her, ich bin schon neugierig, weil schau, diese Schachtel ist schon lustig. Die schaut schon interessant. Lila Dinosaurus, ne? Das die surft. Rex wahrscheinlich, der surft. Da haben wir den Surfer. Ja, witzig. Und witzig, dann hat man eigentlich nur mehr 2 Kartendecks. Nur mehr 2 Kartendecks. Beim Kartenspiel dürfte das ja niemanden wundern oder erschrecken, das ist normal. Aber das ist cool. Wir haben die Rückseite, die ist bunt, da sieht man Ananas, eine Gitarre. Ja, hawaiianisch. Natürlich. Eingehaucht. Ja, die sind alle gleich von hinten. Und vorne siehst du verschiedenes Dinosaurier, die surfen. Verschiedene, weil ich habe bis jetzt nur den einen gesehen. So, wir haben den T-Rex zum Beispiel da. Ja. Dann haben wir da einen Vogel. Ja, witzig. Absolut. Die surfen alle, der schläft sogar beim Surfen. Ja, der macht sogar dieses Handy. Ist doch cool. Ich verstehe nicht, warum man dann plötzlich hergeht und man nimmt ein anderes Thema. Ja, überhaupt Blumen. So eine lila Kokosnuss. Ich weiß nicht genau, was es war. Oder irgendwas Abstraktes. Aber es war, da waren sie alle sehr enttäuscht. Zeig mir das mal da hier. So. Genau. Dass man sieht, dass da verschiedene Sachen gibt. Blues. Ja. Ja, also auch hier muss man sagen, auch wenn das Spiel selber gut ist oder nicht gut ist, hier ist halt dann das Thema total interessant. Und hat mich eigentlich von Anfang an interessiert, weil es einfach total silly ist, aber... ja, das ist eine gute Bezeichnung, ja, silly. Bei einem Spiel darf auch mal was silly sein. Eben, sowieso. Weil sowieso, nicht immer ernst. Langweilige Kartenspiele ist fad. Yep. Ne, bin ich gespannt, würde ich alles gerne spielen. Wenn ihr wollt, dass wir dazu auch ein Review machen, schreibt das vielleicht in den Kommentaren, dann machen wir das. Ich denke, wir kriegen das relativ schnell hin, wir werden sicher in den nächsten Tagen und Wochen einige Male spielen und dann könnte man das machen, wenn ihr wollt. Würde ich alles spielen. Falls ihr die Spiele schon kennt, dann wäre es für uns von Interesse, dass ihr da vielleicht ebenfalls in den Kommentaren schreibt, was kann bei euch gut an, was nicht und warum, damit wir schon ungefähr wissen, was uns erwartet. Ja. Wir werden uns unsere eigene Meinung natürlich bilden. Sowieso. Aber ein bisschen mit euch da sich austauschen, um Ecken, nicht direkt, sondern plaudern. Um Ecken. Das ist ja toll. Yep. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.